Hallo, liebe Damen und Herren, wir sind wieder zurück mit dem dritten Teil unseres x Movie Specials von den Lawbusters. Ich habe mich, wie Sie es unschwer erkennen können, jetzt umgezogen. Das ist das neue Requisit für unseren nächsten Film, den wir, den wir juristisch beleuchten möchten. Ich bitte um Verzeihung. Das ist ein Shirt mit der Aufschrift Nakatomi Towers. und das ist die perfekte Überleitung. Ich bin ja bekannt für meine perfekten Überleitungen auf jeden zu Moment. unserem Film. Der nächste Film ist nämlich Stirb langsam. Ein klassischer Weihnachtsfilm, den ich mir zumindest immer privat, also nicht im Fernsehen, aber zumindest privat im Fernsehen, also im Beamer, am Beamer anschaue. Er spielt zu Weihnachten und deswegen ist es ein, für mich eine sehr, eine sehr schöne Einstimmung auf die ruhige Zeit des Jahres. Stirb langsam ist ein Film aus dem Jahr 1988 von John McTiernan und hat Bruce Willis zu einem Superstar gemacht. Jeder kennt Bruce Willis mittlerweile, ja, und, den, ähm, und es war, das ist so ein kleiner Fun Fact am Rande, der erste Film von Alan Rickman überhaupt, der den Hans Gruber, also den Antagonisten im Film spielt, der war vorher noch nie vor der Kamera, ob man es glaubt oder nicht. Ähm, der hat dann später, vielleicht äh, ist das eine bekanntere Rolle als der Hans Gruber den ähm, Severus Snape gespielt in den Harry Potter Filmen. Oder den Sheriff von Nottingham in äh, König, Robin der Diebe. König der Diebe genau. in Kevin Costner und auch in zahllosen anderen Filmen. Er spielt auch eine Rolle in einem anderen Weihnachtsfilm, ja, den wir fast heuer den wir fast genommen hätten, hätten. Das ist tatsächlich, tatsächlich Liebe. Liebe. Ja, das wäre auch sehr schön gewesen, da wäre sehr viel um wahrscheinlich Familienrecht gegangen. Unter anderem. Ähm, äh, jetzt haben wir aber uns für Stirb langsam entschieden. Um, und leider Gottes um, ist Alan Rickman ja auch schon verstorben, was mich persönlich durchaus getroffen hat, weil er ein, auch ein Vorbild ist. Ja. Also ein wirklich sehr, sehr guter Schauspieler gewesen. Gut. Um, Die Hard, also Stirb Langsam, war so eine, eine Vorreitergeschichte, ein Vorreiterfilm für sehr viele andere Stirb Langsam Klone, so wie zum Beispiel Stirb Langsam auf einem Boot mit äh, Steven Seagal oder Stirb Langsam in einem Bus, Speed mit Sandra Bullock und. Um, Keanu Reeves. Keanu Reeves, genau. Danke Neo, schön. Neo. Mr. Um, Anderson. Mr. Anderson. Oder stirb langsam in einem Flugzeug, Air Force One, mit Harrison Ford. Das ist alles irgendwie so in ich die Richtung, Richtung. Ein ganz, ganz mieses Gefühl da. ganz mieses Gefühl bei der Sache. Also, das ist, sind so, um, Genau, Geschichten Einzelkämpfer, das war auch irgendwie der erste Film mit einem Anti-Helden, also kein klassischer. Damals, 1988, war ja gerade Rambo sehr groß. Terminator und ähm, Phantom Kommando und Predator, also diese muskelbepackten Superhelden mehr oder weniger, die sich alleine einer Armee stellen können. Gerade gestern habe ich wieder sehr viel mich mit Rambo. First Blood beschäftigt. Ähm, ist ja unglaublich, wen er alles erledigen kann. Aber er sieht auch so aus. Bruce Willis ist gerade so gecastet worden, dass er eben nicht wirklich so aussieht, obwohl er nur die sechste Wahl war für die Rolle Aha. und die so gut ausgefüllt hat. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben: ähm Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Mel Gibson und noch ähm, zwei andere sind davor eine Wahl gewesen, haben aber alle abgesagt. Nein, das ist kein so guter Film, äh, kein so gutes Drehbuch. Tatsächlich hat sich aber herausgestellt, dass ähm, ich Stirb langsam, man möge das Genre jetzt mögen oder nicht, aber insgesamt einer der ähm, wohl gemachtesten Filme überhaupt ist. Von Pacing, also von der Schrittgeschwindigkeit des Films her, von dem was wann passiert, ist er ein wirklich ähm, sehr schöner Film. Und es geht ganz kurz gesagt darum, dass John McClane, unser Hauptdarsteller, Bruce Willis, nach Los Angeles fliegt und dort im Nakatomi Plaza, im Nakatomi Tower, seine Frau besucht und das zu Heiligabend. Um, er ist aber ein Polizist in New York und uh, er besucht seine Frau und seine Kinder eigentlich. Er uh, kommt zu dem Hochhaus, dort wird er kurz gestritten zwischen Holly und ihm und dann um, hört er Maschinengewehrfeuer und sieht sich einer ter terroristischen Übermacht gegenüber. Um, geistesanwesend greift er nicht zu seinen Schuhen oder zu seinem Hemd, sondern zu seiner Dienstwaffe äh, und verschwindet, um dann die nächsten Schritte zu planen. Und irgendwie ist es schnell ähm, entschieden, dass er sich dieser terroristischen Macht stellen wird. Angeleitet oder angeführt wird diese, werden diese Terroristen von Hans Gruber, eben die Rolle von Alan Rickman, die dann die gesamten weihnachtsfeiernden äh, Mitarbeiter von Nakatomi äh, als Geiseln nehmen und dort äh, eben auch gewissen Druck ausüben, äh, stellt sich dann und wir haben ja eh schon gesagt, Spoilerwarnung, äh, heraus, dass diese Terroristen eigentlich keine Terroristen sind, sondern gewöhnliche Diebe oder Räuber eigentlich, sodass die nur den Tresor von, ähm, von Mr. Takagi, also dem äh, CEO dieser Firma, aufbrechen möchten und dadurch ähm, sich bereichern möchten. Es ist, aber sehr, es ist aber so, dass sie einen sehr ausgeklügelten ähm, Plan geschmiedet haben und eben auch die Fährten in unterschiedliche Richtungen legen. John McClane schafft es dann ähm, mittels sehr vielen Toten, diese Terroristen <laughs> aufzuhalten. Ähm, es sind, und das habe ich ähm, nachgeschlagen, nicht selbst nachgezählt, 23 Menschen, die gewaltsam ihr Leben lassen in Stirb langsam. Ähm, John McClane ist nicht darunter, Hans Gruber schon. Und, ähm, weil es ein sehr ähm, aggressiver, brutaler, actionreicher Film ist, werden wir wieder ähm, doch auf Strafgesetzbuch, auf Strafrecht eingehen. Ähm, ähnlich wie bei Kevin und ein Zuhause, aber andere Themen werden uns da beschäftigen. Und dann möchte ich auch noch ein bisschen eingehen auf allgemeinrechtliche Aspekte und ähm, ganz kurz auf das Zivilrecht. So. Es sterben 23 Menschen eines gewaltsamen Todes in diesem Film. Äh, alleine 10 davon, glaube ich, äh, werden von John McClane getötet. Ich möchte aber allgemein auf Mord eingehen. Mord ist geregelt im § 75 Strafgesetzbuch. Es ist ähm, ein denkbar einfacher Paragraph, der lautet Wer einen anderen tötet, ist mit Freiheitsstrafe von 10 bis zu 20 Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen. Vielleicht ganz kurz. Paragraf 75 im Strafrecht, also im Strafgesetzbuch, ist auch das erste Delikt, ja. das drinnen steht. Vorher haben wir allgemeine Normen, aber es beginnt mit Mord, geht dann weiter in Richtung Tötung, Körperverletzung und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, Mord ist eigentlich das erste, das zentralste Delikt im Strafgesetzbuch. Ja. Und auch in dieser Form das schwerwiegendste Delikt sozusagen, also mit der höchsten Strafandrohung ähm, und. Ja, also mit dem Verwerflichsten, was man im österreichischen Recht, im Strafrecht machen kann, ist jemanden bewusst mit Vorsatz zu töten. Ähm, anders als ähm, in Deutschland oder in der Schweiz gibt es in Österreich keine verwerflichen Motive. In Deutschland gibt es zum Beispiel ähm, Mordlust oder Heimtücke, die sozusagen in einer gewissen Form eine Qualifikation sind, also noch verwerflicher das machen, das Töten eines Menschen. Ähm, in Österreich ist das nicht drinnen. Also es ist einfach nur, wer einen tötet, ist zu bestrafen. Ähm, dafür ist aber der Strafrahmen ein sehr großer, also von der Freiheitsstrafe, die lebenslang dauert zu, und, oder zwischen 10 und 20 Jahren. Das ist dafür da, dass sich die Richter, die mit einem Mordprozess konfrontiert sind, eben mehr Gedanken machen können über das, was tatsächlich passiert ist. So dass man nicht unter Mordlust subsumieren muss, weil wann beginnt die Mordlust, wo hört sie auf? Ähm, Mord ist also jede vorsätzliche Tötung und das ergibt sich aus Paragraph 7 Absatz 1 des Strafgesetzbuches. Wie Michael gerade gesagt hat, ist der Beginn des Strafgesetzbuches, also die ersten Paragraphen bis zu Paragraph 75, der allgemeine Teil, wo alles normiert ist, was auf die folgenden Paragraphen dann anzuwenden ist. Und in Paragraph 7 ist der Vorsatz gegeben. Es gibt aber auch noch die fahrlässige Tötung zum Beispiel oder... Jede Art der anderen Beeinträchtigung der körperlichen Integrität, wie zum Beispiel Körperverletzung, die wir schon beim Kevin-Allein-zu-Haus besprochen haben. Ähm, als Vorsatzdelikt kann Mord auch versucht werden, also es gibt auch die Bestrafung des versuchten Mordes. Der Versuch ist übrigens in § 15 StGB, also auch wieder dem allgemeinen Teil, geregelt. Und Mord kann auch durch Unterlassen begangen werden oder man kann sich auch an einem Mord beteiligen. Das ist in 12 StGB normiert. Vielleicht ganz kurz dazu. Prozessrechtlich gesehen wird man dann immer nicht nur zum Beispiel 75 anklagen, sondern wird sagen zum Beispiel der versuchte Mord, 15 in Verbindung mit 75. Also das ist wirklich verlangt das Gesetz auch, die Strafprozessordnung in diesem Fall, dass die Anklage wirklich so genau ausgeführt wird. Weil es geht dann nicht. Darum, sozusagen jemanden im Sinne einer Lymphjustiz zu verurteilen, sondern es geht wirklich sehr sachlich eigentlich darum, was hat der oder diejenige getan, unter welches Delikt subsumieren wir das, welche allgemeinen Spielregeln Beteiligung, Unterlassung, Versuch kommen noch dazu und wie ist der oder diejenige zu bestrafen. Also das ist jetzt schon auch die freie Beweiswürdigung und die richterliche Beweiswürdigung, aber es gibt natürlich gewisse Vorgaben, es gibt normierte. Erschwerungsgründe, es gibt normierte Milderungsgründe. Also das, was wir zum Beispiel unter Heimtücke oder Mordlust haben, das sind Dinge, die können erschwerend wirken. Also dass quasi eine Strafe, die in einem gewissen Rahmen ist, weil das in vergleichbaren Fällen auch so ist, eben erhöht wird. Natürlich, länger als lebenslang gibt es nicht, aber trotzdem. Also das ist eine Sache. Übrigens, ganz wichtig, noch ganz kurz Sidestep. Man hört ja manchmal in Amerika, dass die Strafen dann so 500 Jahre sind. Beispielsweise, oder 17 Mal, lebenslänglich, oder 17 Mal oder so. lebenslänglich. Das ist deswegen, weil in Amerika gibt es den sogenannten Additionsgrundsatz. Man nimmt die Strafen, wenn es mehr wie ein Delikt ist. Man sagt, okay, das ist ein Mord, lebenslang. Nächster Mord, lebenslang. Nächster Mord, lebenslang. Also Serienmörder sozusagen. er gibt dreimal lebenslang. ist natürlich sinnfrei aus unserer Sicht, aber das funktioniert dort einfach so, jetzt, weil es dieser Additionsgrundsatz ist. Bei uns ist es so, dass man immer mit einem Urteil alle Taten entsprechend aburteilen soll. Das bedeutet, man sagt, okay, das sind zwar drei Morde, aber es ist letztlich das Delikt zwar in drei Fällen, aber trotzdem einmal verwirklicht und deswegen ist einmal die Strafe zuzusprechen. Ja. Wenn man dann im Nachhinein noch auf was draufkommt, dann gibt es eine sogenannte Zusatzstrafe, die sich unter Umständen Entsprechend erhöht dann. Ich meine, bei Lebenslang dann auch nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist einfach hier wichtig auch zu verstehen, warum es eben diese 500 Jahre Gefängnisstrafe, man die in Amerika hin und wieder hört, aber die in Österreich oder generell in Europa an sich nicht möglich ist. Bitte. Danke. Dankeschön. Ähm, jetzt habe ich gesagt, zehn Menschen werden von John McClane äh, hauptsächlich erschossen, aber auch äh, anders äh, getötet. Das sind aber nur die Bösen gewesen, Das oder? sind nur die, Blöden nur die Bösen gewesen, Gut. genau. Das ist, ein, das ist ein sehr guter Hinweis, weil wir könnten ja ähm, sagen, naja, der John McClane kommt ja dazu zu dieser Weihnachtsfeier und denkt sich, dass er vielleicht ein bisschen mit seiner Frau streiten wird und dann ein paar Bier trinkt und dann nach Hause geht. Dann kommen die Terroristen bzw. die Räuber und er wehrt sich ja nur. Apropos er wehrt sich ja nur, man könnte meinen, vielleicht ist das ja Notwehr. Weil er ja auch angegriffen wird und nicht er der unmittelbare Angreifer ist, also der, der als erstes schießt, sondern ähm, mehr oder weniger der, der nur reagiert. Also er kann ja nicht anders. Ja, er kann ja eigentlich nicht anders. Ähm, da möchte jetzt ich kurz in die Seite steigen. Sidestep, nämlich im dritten Teil von Stier langsam, ähm, habe ich mir gestern auch ähm, natürlich nur aus Recherchezwecken für diese In Vorbereitung angesehen. Äh, in Vorbereitung, ja. angesehen Science Reasons. Ähm, da ist es so, dass er Einmal, und das passt sehr gut dazu, von hinten zu einem, so einem Lastwagen hingeht und bevor er sieht, wer da drinnen sitzt, ob es jetzt zum Beispiel die Bösen sind oder einfach nur Mitarbeiter einer Baufirma, einfach sein gesamtes Magazin durch die Tür hineinschießt und damit beide in dieser Führerkabine tötet. ohne dass er weiß, wer drinnen ist. Da könnten wir dann nicht über Notwehr sprechen. Das auf jeden Fall nicht. Da sind wir dann doch durchaus woanders. Natürlich. Glücklicherweise stellt sich für ihn heraus, dass es eh die Bösen waren. Man würde sagen, als Strafverteidiger eine unglückliche Verkettung bedauerlicher Umstände. <laughs> genau. Bedauerlich. Bedauerlich. Ja. Ähm, Nein, aber im mit Ernst. Sehr viele milieubedingten Unmutsäußerungen. Ganz genau, insbesondere Kugeln. <laughs> ja. ja. Gut. Aber bleiben wir bei der Notwehr, die ist ähm, in Paragraph 3 Strafgesetzbuch normiert und dort ähm, steht, dass die Notwen ähm, dass äh, es erlaubt ist, die, Not die Verteidigung, die notwendig ist, um einen gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden rechtswidrigen Angriff auf Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen von sich oder einem anderen abzuwehren. Das ist da ist sozusagen äh, wird umgekehrt, es ist also um einen drohenden oder einen gegenwärtigen rechtswidrigen wichtigen Angriff abzuwehren, man sich wehren darf. Das könnte schon hier zugutekommen, wobei ich ja im Endeffekt nicht davon ausgehe, dass John McClain ähm, wegen vieler seiner Taten im Nakatomi Plaza im Laufe des Films von einem Staatsanwalt tatsächlich angeklagt werden würde. Unwahrscheinlich, ja, aber möglich. Möglich, aber möglich ist es, weil es ja doch sehr oft so ist, dass es ähm, etwas exzessiv ist. <laughs> also ähm, die Notwehr über das äh, hinausgeht, was eigentlich die Abwehr des gegenwärtigen rechtswidrigen Angriffs abwehren würde, sozusagen so also still. Vielleicht okay. mache ich jetzt wieder den Sidestep und weise auf was hin, wo du ja, ich glaube, vor zwei Jahren dabei warst. Dem Theaterstück Terror, Terror. von Ferdinand ja. von Schirach äh, hat es dann auch im Fernsehen gegeben, also nicht mit eurer Besetzung, sondern eine andere, aber. Das damals im Landesgericht Linz, nämlich sogar gesehen, ja. man hat da wirklich an, in Gerichten gespielt, wo es letztlich auch das Problem war ähm, in dieser Geschichte bei Terror. Da wird ein Flugzeug abgeschossen, damit es nicht in ein Stadium kracht. Ja. Und es geht dann in diesem Theaterstück um die Gerichtsverhandlung gegen den Piloten, der ohne Befehl, ohne eindeutigen Befehl, auf dieses Flugzeug geschossen hat. Und im Flugzeug sitzen 164 Personen, die alle sterben. Durch den Abschluss des Flugzeugs im Stadion sitzen 70.000 Menschen, weil gerade ein, ähm, Spiel ein ist. Länderspiel ist, genau, genau. Und Natürlich im Flugzeug sind auch die Terroristen und das ist einfach die Frage, die man sich dort auch gestellt hat und das ist das auch, die man sich immer ein bisschen bei der Notwehr stellen muss, ist, was steht auf dem Spiel? Und da sind wir eben auch bei der Nothilfe. Also Nothilfe heißt ja auch, ich kann auch einem anderen gegen einen drohenden Angriff helfen. Ich mhm. kann mich quasi vor ihn werfen. Wegen einer Kugel beispielsweise. Bodyguard. Bodyguard Ein also anderer Film, den wir beleuchten könnten. Spielen Sie denn hin und wieder zu Weihnachten? Nein. Wir sollten mal eine Kevin Costner Reihe machen. Ja. Waterworld und so weiter. Aber das würde jetzt zu weit führen. Egal. Ja. Waterworld. Ein anderes Mal. Aber da geht es auch sehr um die Wertung und was immer das Problem ist, dass das Gesetz zum Beispiel nicht zahlenmäßig wertet. Also das ist auch diese Sache bei Terror, dass man nicht sagen kann: Ja, naja, 70.000 sind mehr als die 140 oder 164. Drum sind die 164 egal, sondern also man muss das wirklich immer im Einzelfall betrachten und es ist auch hier. Ja, vor allem kann, und das ist ja auch die Prämisse des Rechts allgemein, ein Leben, ein menschliches Leben nicht in einem anderen menschlichen Leben aufgewogen werden. Also, also genau. man kann nicht sagen, 164 Menschen wiegen unter Anführungszeichen juristisch gesehen weniger als 70.000 Menschen. Das ist, aber das, das Ganze geht sehr viel mehr in die Moral schon fast. Das stimmt, aber es ist auch da interessant, weil man sagen muss, wenn jemand ein Terrorist ist, ja, aber zum Beispiel McLean nicht angreift, sondern einfach da steht und der McLean ihn überwältigt. Einfach aus heiterem Himmel und der wäre vielleicht gar nicht gefährlich gewesen, weil er schon verletzt ist. Und der McLean bringt ihn dann trotzdem um. Dann wäre das Mord. Dann würden wir uns mit der Notwehr sehr schwer tun. Weil da genau, gibt es keinen Angriff. Genau, keinen Angriff. Beziehungsweise gibt es ja auch die unterlassene Hilfeleistung oder den Mord durch unterlassen. Und genau das passiert ja auch in einer Sequenz, in der sich John McLean mit einem der Terroristen eine sehr heftige Auseinandersetzung leistet, wobei er die ganze Zeit scheint zu unterliegen und dann aber trotzdem die Oberhand gewinnt und dann den Terroristen an einer Kette und also die bindet ihm um den Hals und dann zieht er ihn sozusagen so weit weg vom Boden, dass er dass dieser Hängen bleibt und er lässt ihn dort auch hängen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist dann die Frage, hätte er ihm eigentlich runterhelfen müssen, weil der unmittelbare Angriff ja eigentlich schon abgeschlossen ist und er ja eh schon bewusstlos war. Also man könnte hier in sehr viele Richtungen weiterdenken. Eins ist auch noch immer wichtig, wie du gesagt hast, der John McLean ist ja eigentlich Polizist. Also ja. er ist da nicht im Dienst, aber er ist letztlich ist Polizist. Und das ist etwas, was man sich da auch überlegen kann und auch überlegen muss, dass es ja auch hier aus dieser Beamtenstellung, die wir bei uns haben in Österreich, auch gewisse zusätzliche Rechte ergeben auch Pflichten. und auch Pflichten. Ja. Das bedeutet, dass unter Umständen ein Polizist eine Situation aufgrund seiner Ausbildung eigentlich noch mehr abwiegen können muss und anders handeln muss. Also da wäre es wahrscheinlich manchmal sogar zu sagen, okay, sicherstellen, also fesseln, aber sicher nicht töten. Aber wie gesagt, das ist Hollywood, das ist Action, ja. das hat jetzt äh, mit der Polizeiarbeit wenig zu tun, sage ich jetzt ganz ehrlich ja. wenig, weil es kommt auch im Strafrecht manchmal zu Filmreffens Ja. Ich möchte jetzt auch äh, gerne wieder zum Film zurückkehren ähm, und dort auf noch zwei Aspekte eingehen. Das eine ist ähm, ein rechtliches Konstrukt, das wir in einer anderen Form schon beim Kevin allein zu Haus gehabt haben. Kurz die Szene: ähm, Ein Polizist wird gerufen, ähm, der dann vorfährt vor den Plaza und dort ähm, nichts bemerkt, also keine rechtswidrigen Handlungen, er denkt sich, ja, ne, ich kann eh wieder fahren. Ähm, und in dem Moment, in dem er wegfährt, fällt ein Terrorist auf seinen Dienstwagen aus dem Fenster geworfen von John McClane. Ich erinnere mich gerade an Con Air. <laughs> Selbe Szene, ja, Nicolas Cage. Genau. Äh, und dieser Terrorist fliegt also auf das auf die auf die Motorhaube vom Auto und ähm, Natürlich, einem Juristen fällt da sofort ein, dieses, ähm, dieses Lehrbuchbeispiel eigentlich schon von der Gebäudehalterhaftung, nämlich was ist, wenn sich ein Dachziegel lockert und runterfällt und jemanden auf dem Kopf fällt oder ein Blumenstock vom Fensterbankerl runterfällt. Ähnlich ist es ja auch hier gelagert, hier fällt ein Terrorist aus dem Fenster oder wird geworfen. Ähm, für unsere Zwecke schauen wir uns aber jetzt nur das an, es fliegt Jemand oder etwas aus dem Fenster und ähm, beschädigt eine Sache oder eine Person. Das ist die Gebäudehalterhaftung und die ist in 1319 ab, ähm, ab, ABGB. 13, ABGB Danke. Ähm, geregelt und dort ähm, ist es eben so, das ist ein Spezialfall, der ist des Schadenersatzes. Der Schadenersatz ist so gelagert, dass eigentlich derjenige in dessen Sphäre der Schaden fällt den Schaden zu tragen hat, also den Nachteil zu tragen hat. Und das muss er auch beweisen. Und im 1319 ABGB ist es so, dass die Beweislast umgekehrt wird, also dass sozusagen der, ähm, der ein Gebäude erhält, also sich um ein Gebäude kümmert, ähm, beweisen muss, dass er alle nötigen Vorkehrungen getroffen hat, dass eben nicht eine, ein Blumentopf oder ein Dachziegel oder ein Terrorist aus dem Fenster fallen kann. Da sich der John McLean in diesem Fall eh sehr schwer tut, ähm, das Fenster zu zerbrechen und den Terroristen da draußen zu befördern, könnte man wohl meinen, dass ähm, die Halter des Nakatomi Plaza diese so notwendige Sorgfaltspflicht eingehalten haben und sich wahrscheinlich hier frei beweisen können. Also die Nakatomi Tower Erhaltungsgenossenschaft wird hier außer <laughs> obligo sein, wie man genau, so sagen außer würde. Außer obligo sein, genau. Sehr gut, sehr gut. Um, sehr gut. Natürlich könnten wir jetzt noch über sehr viele andere Aspekte reden. Die Sachbeschädigung, weil John McLaren ein ganzes Stockwerk in die Luft jagt mit einer zusammengebastelten C4-Bombe und einem Computerbildschirm, einem alten Röhrenbildschirm. Ähm, die Beschädigung von ähm, Dienstfahrzeugen, der Amtsmissbrauch oder ähm, die Körperverletzung, die haben wir ja eh schon besprochen beim Kevin rein zu Hause. Und auch den Schadenersatz, aber... Ich habe gesagt, zu tief wollen wir nicht in die Materie gehen. Ich möchte nur noch eine Sache Was herausheben, ungleich wichtiger ist. Ungleich wichtiger als ungleich Schadenersatz wichtiger. oder Körperverletzung oder Sachbeschädigung ist ähm, die ganz am Beginn. Gehen wir ganz zurück ähm, zum Beginn des Films. Wir spulen zurück. <laughs> genau. Wir sind in den ersten fünf Minuten des Films. John McClane ist gerade aus dem Flugzeug ausgestiegen, hat einen riesengroßen Bären an seiner Seite, einen Teddybären, also keinen Zirkusbären, also, also kein okay. wildes <laughs> Tier, sondern ein ähm, Stoff. Hier ja. können wir auch noch drüber reden, ähm, eine sehr Sache ähm, als Geschenk für seine Kinder. Und ähm, er flirtet mit der Flugbegleiterin damals noch Stewardess, er geht dann zum Gepäckbeförderungsband, äh, um dort auf seinen Koffer zu warten. Und beinahe automatisch und ähm, ohne irgendwie darüber nachzudenken oder dass es im Film auch kommentiert würde, ähm, zieht er eine Zigarette heraus und zündet sie sich ab. so und raucht gemütlich, während er auf den Koffer wartet. <laughs> Nein. Bitterböse, die 80er. Die Frage ist jetzt die, die sich dann mir gestellt hat, nämlich, was ist eigentlich ein Rauchverbot grundsätzlich? Und dann ist mir was eingefallen, dass das Rauchverbot lange Zeit während meines Studiums immer als Lex imperfecta bezeichnet wurde. Ein lateinischer Begriff für ein nicht vollständiges, also ein imperfektes Gesetz. Und ich habe ja schon beim Kevin gesagt, und ich wiederhole es nochmal, es gibt... Im Strafrecht vor allem dieses Wenn-Dann-Schema. Wenn du jemanden tötest, dann wirst du bestraft. Wenn du jemanden etwas stiehlst, dann musst du entweder Geld zahlen oder bekommst eine Gefängnisstrafe. Und eine Lex Imperfecta ist so strukturiert, dass es nur das Wenn gibt, aber das Dann nicht. Das heißt, es gibt zwar einen Tatbestand, eine verbotene Handlung, wie zum Beispiel eben Rauchen, aber es gibt keine Strafandrohung. Das ist also so, wenn man sagen würde, wenn du hier eine rauchst, dann, Punkt, <laughs> Punkt, Punkt, Punkt. Aber es, aber es gibt keine Deswegen lex imperfecta. Das ist ähm, für mich ein sehr interessantes Konstrukt gewesen. Es gibt auch noch andere Fälle von lex imperfecta. Im Grunde ist es aber so, dass, ja, ähm, vielleicht ist es ein Fehler des Gesetzgebers, wobei ich aber nicht, ähm, also ich kann mich, mich, ich könnte es mir nicht vorstellen, dass der Gesetzgeber einen, einen solchen Fehler macht, dass er 50 Prozent eines Gesetzes einfach vergisst zu normieren. Genau. Also, es ist eine Lex Imperfecta, ist sozusagen ein Tatbestand ohne Rechtsfolge. Und ja, mittlerweile ist es eh so, dass in öffentlichen Gebäuden in Österreich das Rauchen ja vollkommen verboten ist. Es könnte eine Verwaltungsübertretung dann sein, ein Rauchverbot als solches, eben wie wir zuerst auch beim Tierschutzgesetz, das mit einer Geldstrafe verbunden ist, oder er könnte des Gebäudes verwiesen werden. Genau. Das wäre dann die das Hausrecht das des Hausherrn, Haus wo er dann quasi Flughafen. aus dem Flughafen befördert wird. Bei der Verwaltungsstrafe ist es eben so, das kann man vergleichen mit einem Strafzettel. Genau, Strafzettel, Organmandat. Organmandat, genau. Genau. Ähm, ja, also in diesem Sinne ähm, haben wir jetzt einiges wieder von stirb langsam beleuchtet. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass ich äh, diesen für mich wirklich sehr schönen Film, also schön im Sinne von, ich schaue ihn mir gern an. Ähm, da auch so zerpflücken habe können. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und danke auch für deine Einwürfe. Und ja, ich hoffe, Sie haben Spaß und ein bisschen was gelernt. Und hoffe, Sie schauen uns bald wieder zu. Genau. Auch von meiner Seite aus noch Danke für den heurigen Weihnachtsmug. Auch Danke nochmal an das iMUX-Team. Es hat wie immer toll funktioniert. Wenn wir hier noch Graz pilgern, es steht alles bereit. Und wir müssen dann quasi uns nur mehr hier aufbauen mit unseren Weihnachtssubdenzilien und dann und ist das Quatschen, Ganze auch in Kasten, ja. Und eigentlich das tun, was wir am liebsten machen, nämlich uns über skurrile rechtliche Dinge entsprechend Gedanken machen. Ja, dann möchte ich dazu sagen, dass bitte. wir ja gesagt haben, ähm, jeder, jedes dieser Videos wird nur so ungefähr 5 bis 10 Minuten dauern. Ähm, wir haben sogar eine Uhr bekommen. Hat nicht funktioniert. Hat, Sie sehen es eh selber in der Zeitleiste unten. Es hat es nicht hat ganz nicht, funktioniert. Es hat vor 15 Minuten schon nicht mehr <laughs> funktioniert. Auf jeden Fall, Stunde. danke nochmal von unserer Seite, ja. von den Lawbusters. Und vielleicht, wenn Sie es noch nicht getan haben, geben Sie auch dem Weihnachtsmug 2018 mit wirklich gewichtigen Themen und äh, gewichtigen Dingen eine Chance. Sehen Sie sich auch das an. Und ansonsten freuen wir uns dann ja, auf das nächste Jahr, beziehungsweise wünschen schöne Weihnachten ja. im Vorhinein, Vor im Nachhinein, Meistin. je nachdem, wann es ausgestrahlt wird, beziehungsweise ein gutes neues Jahr. Gutes also, Neues Dankeschön. Jahr. Dankeschön.